Hallo Internet, hallo Ali, willkommen zu Hause, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für dieses Video. Heute werde ich euch meinen Shooter-Geheimtipp aus dem Jahr 2018 vorstellen, der auch heute noch relevant ist aufgrund des unermüdlichen Supports seiner Entwickler. Ein Spiel, das seinen Ursprung in der Modding-Szene hat und eine große Inspiration für mich und andere Indie-Entwickler ist und auch in Zukunft sein sollte. In diesem Video klären wir, ob sich Insurgency Sandstorm 2020 und darüber hinaus für ausgehungerte Shooter-Veteranen und Skill-Based Matchmaking gebeutelte Gamer lohnt. Für wen könnte es interessant sein und für wen nicht? Wer steht hinter Insurgency und was sind die Pläne für die Zukunft? Was macht das Spiel für mich so besonders und warum empfehle ich es euch? Wir haben einiges vor uns. Ready? Okay, let's do it! Wow, die Soundkulisse von Insurgency schafft es immer wieder, dass es mir kalt den Rücken runterläuft. Daher kurz durchatmen und nicht vergessen, drückt den Like- oder Dislike-Button, hinterlasst mir ein Abo, denn nur so könnt ihr mir helfen, dass dieses Video von noch mehr potenziellen Insurgency-Fans und Unwissenden gesehen werden kann. Danke für euren Support. Klären wir doch direkt mal die Frage, an wen richtet sich Insurgency Sandstorm eigentlich? Und lohnt es sich, auch noch im Jahr 2020 bzw. 2021 gespielt zu werden? Die kurze Antwort auf die letzte Frage kann ich euch schon mal geben. Ja, es lohnt sich. Aber was ihr bedenken müsst, um das Spiel wirklich in vollen Zügen genießen zu können, werde ich euch gleich noch im Detail erklären. Welche Zielgruppe ihr angehört, legt aber schon mal den wichtigsten Grundstein dafür, in Insurgency Sandstorm klarzukommen. Besonders wenn ihr Spiele wie Escape from Tarkov, Rising Storm oder auch Rainbow Six Siege und sogar Call of Duty und Battlefield im Hardcore-Modus mögt, dann sollte Insurgency eigentlich genau euer Ding sein. Heck, sogar PUBG-Spieler sollte Insurgency ansprechen, denn das Gunplay und das Movement fühlen sich sehr ähnlich an. Kein anderer Shooter schafft es in meinen Augen, ein so authentisches und intensives modernes Schlachtfeld-Feeling rüberzubringen. Gut, vielleicht noch Squad, aber das habe ich leider bisher viel zu wenig gespielt, um da eine klare Aussage treffen zu können. Falls Squad-Spieler dieses Video sehen, lohnt es sich da mal reinzuschauen, lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Aber zurück zu Insurgency. Realismus und Spielspaß in Einklang zu bringen, dass sich Simulation und Action-Game die Balance halten, das ist schon immer einer der großen Designziele von New World Interactive gewesen. Nicht auf Biegen und Brechen den beinharten Simulationsschuh an jeder erdenklichen Ecke durchdrücken. Taktisches Vorgehen, authentische Schusswechsel mit schnellem actionorientierten Gameplay waren schon damals der Fokus, als Insurgency als Half-Life 2 Mod im Jahr 2007 released wurde. Im selben Jahr wurde dem noch jungen Entwicklerteam der Mod of the Year Award von moddb.com verliehen. Sehr beachtlich, denn die Mod war einer der damals noch wenigen Total Conversions und ein echtes Highlight, als sie herauskam. Sogar Spielemagazine hatten damals noch darüber berichtet und den Mod mitgehypt. Aber wer sind diese Modder und Entwickler von New World Interactive überhaupt? New World Interactive wurde offiziell im Jahr 2010 von Mitgliedern des Modding-Teams gegründet, das hinter der schon angesprochenen Half-Life 2-Modifikation Insurgency Modern Infantry Combat stand. Mit dem eigenständigen Titel Insurgency im Jahr 2014, dem Weltkriegsshooter Day of Infamy aus dem Jahr 2016 und Insurgency Sandstorm aus 2018 erzielte das Studio kommerzielle Erfolge. Zusammen haben die beiden Franchises weltweit über 10 Millionen Einheiten auf dem PC verkauft, was sehr beachtlich ist für so ein kleines Studio. Denn laut Wikipedia besteht New World Interactive aus 39 Mitarbeitern, ist aber im Jahr 2020 von der Embracer Group aufgekauft worden und untersteht jetzt Saber Interactive. New World arbeitet seit 2019 mit talentierten Entwicklern zusammen an ihrer neuen, noch geheimen IP. Außerdem ist ein neues Büro und eine Außenstelle in Montreal im Aufbau.
Die Embracer Group mit ihrem Hauptsitz in Karlstadt, Schweden, ist die Muttergesellschaft von Unternehmen wie THQ Nordic, Koch Media bzw. Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest sowie Saber Interactive und DECA Games. Die Gruppe verfügt über 44 interne Spieleentwicklungsstudios und beschäftigt mehr als 4000 Mitarbeiter und Vertragsarbeiter in mehr als 40 Ländern. Warum erwähne ich das hier an dieser Stelle? Nun, ich denke, das ist wichtig zu wissen, denn aufgrund der Embracer Group hat New World Interactive, das immer ein kleines Indie-Studio war, nun finanziell ganz andere Möglichkeiten und das sichert das Fortbestehen von Sandstorm und macht mich extrem hyped für den nächsten noch unbekannten Titel von ihnen. Und glaub mir, das wird sicher kein Point-and-Click-Adventure, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit ein neuer Hardcore-Multiplayer-Shooter für solche Gunnuts und Freaks wie mich. Ich habe das starke Gefühl, dass das nächste Spiel von NWI sehr ambitioniert wird und eine der großen Überraschungen werden könnte. Spätestens nächstes Jahr an der E3, da würde ich meine Augen und Ohren mal offen halten. By the way, wenn euch solche Hintergrundinfos gefallen, lasst mir gerne ein Like da oder einen Kommentar, dann weiß ich Bescheid, dass ich auf dem richtigen Pfad bin. Um wieder zurück zu Sandstorm zu kommen, ja, es lohnt sich, denn es ist mittlerweile eine der besten Hardcore-Shooter-Erfahrungen, die ihr spielen könnt. Punkt. Daher schauen wir das Spiel jetzt mal etwas genauer an. Was für Spielmodi gibt es überhaupt? Da wären unter anderem Push, Firefight, Frontline und Domination. Abgesehen von den Spieler-gegen-Spieler-Modi bietet Insurgency Sandstorm noch diverse Koop-Möglichkeiten gegen Bots. Übrigens, alle Spielmodi gibt es auch als Nachtvariante mit Nachtsichtgeräten und allem drum und dran. Und wäre das nicht schon genug, gibt es noch Community-Server, auf denen Mods und Custom-Maps laufen und auf denen hin und wieder Turniere ausgetragen werden. Die Digital Gaming League oder kurz DGL veranstaltet regelmäßig Insurgency-Turniere für die kleine, aber sehr aktive Community. Neben dem Multiplayer, Koop, Community Mods und Custom Maps bietet Sandstorm so viel Spieltiefe wie kaum ein anderer Shooter auf dem Markt. Ich möchte hier wirklich mal eine Lanze für das Spiel brechen, denn ich bin überzeugt, dass Insurgency weitaus mehr Spieler und Aufmerksamkeit verdient hätte. Ein weiterer Punkt, warum ich Insurgency so mag, ist das Arsenal und das Gunplay, das einem hier geboten wird. Es gibt eine große Auswahl an Sturmgewehren, LMGs, SMGs, DMRs, Shotguns, Pistolen und Snipergewehren, die alle mit unterschiedlichen Attachments, Griffen, Scopes und anderen Details eurem Spielstil nach angepasst werden können. Komplettiert wird das Equipment mit der Option Schutzwesten auszurüsten für besseren Schutz. Are you kidding me? Außerdem ist es möglich, sich mit einem kleinen oder großen Rucksack auszustatten, der euch mit mehr Munition in die Schlacht ziehen lässt. Des Weiteren gibt es eine Handvoll Granaten in verschiedenen Varianten. Von der Blendgranate zur klassischen Splittergranate bis zum angesprochenen Molotow-Cocktail und C4 wird man hier bestens bedient. Eine Gasmaske und ein Messer komplettieren das Equipment. Ach ja, Granatwerfer und Raketenwerfer sind natürlich auch noch mit an Bord. Aber mit großer Feuerkraft kommt auch sehr viel Gewicht. Jedes Item, das ihr ausrüsten könnt, kostet euch nicht nur Ausrüstungspunkte, sondern zehrt an den Kräften eurer Figur. Je mehr Ausrüstung, Munition und Gadgets ihr euch aufladet, desto träger verhält sich euer Kämpfer im Gefecht. Das Gewicht hat Einfluss auf eure Bewegungsfreiheit, Lauf- und Sprintgeschwindigkeit und sogar das Zielen mit der Waffe. Wenn ihr leichter equipped seid, könnt ihr vielleicht nicht so viel einstecken, seid dafür aber um einiges mobiler und schneller am Abzug. Das Spiel bietet hier einem einen großen Spielraum, Vielfalt und Experimentiermöglichkeiten, euch innerhalb des Klassensystems auszutoben. Hatte ich erwähnt, dass ihr noch Einfluss auf die Kleidung, das Aussehen, Geschlecht und sogar die Stimme eurer Soldaten bzw. Milizkämpfer habt? Nein? Dann mal los, denn ihr könnt euch mit Coins, die ihr euch erspielt, neue, viele unterschiedliche Klamotten, Ausrüstung, Helme, Brillen, Tarnungen, Farben und Muster freischalten. Die Vielfalt ist wirklich enorm. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, euer Charakter wirkt immer authentisch. Nie werdet ihr in Sandstorm einen Clown oder einen pinken Einhorn-Soldaten über das Schlachtfeld rennen sehen.
Wie in Battlefield gibt es unterschiedliche Klassen in Insurgency Sandstorm. Jede dieser Klassen hat gewisse Schwerpunkte oder ist sogar mit ganz speziellen Funktionen ausgestattet, wie zum Beispiel die Commander-Rolle. Je nachdem, welche Seite ihr spielt, Insurgent oder Security, hat der Commander unterschiedliche Möglichkeiten, sein Team zu supporten. Diese Unterstützungsaktion kann er aber nicht allein herbeirufen, er braucht einen Spieler, der die Beobachterklasse spielt. Der Commander und der Beobachter müssen zwingend zusammenarbeiten und dürfen auch nur wenige Meter auseinanderstehen. Der Commander peilt per Fernglas die Ziele an, die zum Beispiel bombardiert werden sollen, und gibt dem Beobachter so die Befehle, die dieser per Funk an die Basis weiterleitet. Nach kurzem Funkverkehr mit der Basis bricht dann die Hölle los. Ein sehr cooles Gameplay-System, denn ein gutes Commander-Beobachter-Duo entscheidet über Sieg oder Niederlage einer Schlacht. Abgesehen von den Klassenmechaniken fühlt es sich auch einfach nur sehr gut und befriedigend an, mit den Waffen in Sandstorm herumzuballern und Gegner aufs Korn zu nehmen. Da platzen gern mal Köpfe nach einem Headshot und bei einer Explosion fliegen auch mal Gliedmaßen durch die Luft. Jede Waffe hat Gewicht und Punch. Außerdem hört sich das Ganze auch extrem realistisch und eindrucksvoll an. Ihr merkt schon, die Krümel müssen auf jeden Fall das Zimmer verlassen, wenn Papa die Insurgency-Platte auflegt. Das Spiel richtet sich eindeutig an erwachsene Spieler, auch wenn der Voice-Chat manchmal etwas anderes vermuten lässt. Die Soundkulisse von Sandstorm ist fantastisch und trägt maßgeblich zur Atmosphäre und Intensität des Spiels bei. Ich kenne wirklich kein einziges Game, das an den Sound von Insurgency herankommt. Es ist einfach nur brachial und ihr seid mittendrin statt nur dabei. Nach all diesem Lob, gibt es denn auch etwas Negatives zu sagen? Klar, auch Sandstorm hat seine Problemchen und Wehwehchen. Für die meisten wird natürlich als erstes die Spielerzahl ins Auge springen. Wenn wir uns die Steam-Charts mal anschauen, sehen wir, dass gerade mal 2400 Leute im Durchschnitt Sandstorm spielen. Für viele ist das natürlich eine Red Flag und bedeutet, dass das Game tot ist und es niemand spielt. Mitnichten. Ich hatte jetzt in meinen letzten 2-3 Monaten und auch die Zeit davor immer Spiele gefunden, egal um welche Zeit ich gespielt habe. In der Nacht und am Morgen wird es natürlich etwas schwieriger, aber das Spiel gibt euch die Wahl, andere Regionen auszuwählen und so kann man auch mal getrost mit dem amerikanischen East Coast spielen. Übrigens kann ich das sehr empfehlen, der Voice Chat ist genial. Mit einem Ping von 100 bis 120 herum lässt sich Insurgency noch sehr gut spielen. Und das sage ich als jemand, der extrem viel Wert auf Netcode und saubere Connections legt bei Games. Einziger Wermutstropfen, der Competitive-Modus ist, soweit ich gehört habe, tatsächlich tot und wird überhaupt nicht mehr gespielt. Ein weiterer negativer Punkt könnte für den einen oder anderen auch die Grafik sein. Das Spiel ist zwar hübsch modelliert, vor allem die Waffenmodelle sind genial, aber manche Aspekte, Texturen und Geometrien und Details sind einfach nicht auf demselben Niveau wie bei Call of Duty oder Battlefield. Am meisten stechen mir immer die Animationen der Figuren ins Auge. Vor allem die Lauf- und Bewegungsanimationen brauchen meiner Meinung nach etwas mehr Polishing. Die Soldaten und Untergrundkämpfer bewegen sich manchmal schon etwas hölzern durch die Welt. Das ist Meckern auf hohem Niveau, es ist nicht top-notch, aber es ist okay. Hier spürt man am meisten, dass NWI noch ein kleines Indie-Studio war, als sie mit Sandstorm begonnen haben. Was mich 2018 und heute auch noch etwas stört, dass es keine Full-Body-Animation in der First Person gibt. Was meine ich damit? Wenn ihr mit der Kamera nach unten auf den Boden schaut, dann seht ihr eure Beine und euren Körper nicht. Ihr seid einfach eine schwebende Kamera. Das ist ein sehr spezifisches Detail, ich weiß, aber da lege ich persönlich immer sehr viel Wert drauf in Ego-Shootern. Um nochmal zurück zu den Maps zu kommen, das Map-Design ist zumindest in den groß angelegten Spielmodi sehr gewöhnungsbedürftig. Vor allem, wenn man von Spielen wie Battlefield oder Call of Duty rüberkommt und mal reinschnuppern will. Wenn euch das Level-Design vom letzten Modern Warfare und dessen Multiplayer-Karten aufgeregt hat, dann solltet ihr hier einen großen Bogen drum machen oder zumindest ein bisschen Geduld mitbringen und euch im Klaren sein, dass ihr hier Futter fürs Gehirn bekommt.
Es gibt sehr viele Winkel, Fenster und Vertikalität in den Levels, was euch am Anfang vor eine sehr große Herausforderung stellt und eure Geduld wirklich auf die Probe stellen wird. Hier zeigt Insurgency sein wahres Hardcore-Gesicht. Die Level und die Time to Kill sind sehr realistisch und gnadenlos. Die Architektur ist realen Schauplätzen nachempfunden, das heißt, nur taktisches Vorgehen und Teamplay werden euch hier weiterhelfen. Ich empfehle euch am Anfang vielleicht erstmal den Koop-Modus zu spielen oder, wenn ihr direkt in den Multiplayer wollt, fangt mit Domination an. Das Spiel ist super hart, die Lernkurve ist hoch und brutal. Checkt daher unbedingt die Tutorial-Level. Wirklich, geht nicht in das Spiel und sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Checkt das Tutorial-Level. Dankt mir später. Hey, who do you think you are? King of the fucking road? Seit dem Nightfall-Update merkt man einen deutlichen Wechsel in der Strategie und Ausrichtung der Entwickler. Sie haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und sie sind einen Riesenschritt in Richtung Professionalität gegangen. Das Nightfall-Update, in dem der Nachtmodus eingeführt wurde, enthielt außerdem neue Spielmodi, Waffen, eine neue Map und außerdem wurden mit einem Trailer und einer eigenen Webseite alle Inhalte vorgestellt und an die Community gepusht. Dasselbe haben wir jetzt beim letzten Update Operation Breakaway erlebt, das ich persönlich ein super Update fand und ich freue mich schon auf das nächste, denn das ist auch schon in den Startlöchern, Operation Cold Blood. Die Promo-Seite stimmt schon mal auf das Winterthema ein. Bestätigt sind eine neue Map, die man auch schon spielen konnte, neue Waffen und neue Skins sowie Scope-Wechsel. Die neue Map aus Operation Cold Blood konnte man übrigens schon auf dem Testserver anspielen. Ich bin gespannt, was sonst noch drin stecken wird. Wir werden es sicherlich bald erfahren. Ich finde es wirklich bemerkenswert und schätze es sehr, dass New World Interactive an seinen Spielen festhält und sie auch Jahre nach Release noch mit Content und Patches versorgt. Da können sich einige Entwickler wirklich eine Scheibe davon abschneiden. Wow, jetzt bin ich erstmal durch. Das Video richtet sich klar an Leute, die noch nichts von Insurgency Sandstorm gehört haben oder schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, es vielleicht mal anzuschauen und zu testen, aber noch nicht wirklich die Hürde nehmen wollten. Die Veteranen können mich jetzt gerne in den Comments auseinandernehmen oder mir Tipps geben, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Außerdem würde mich interessieren, ob ich in Zukunft mehr zu Insurgency und den Projekten von NWI berichten soll. By the way, bevor ich es vergesse, Insurgency Sandstorm gibt es im Moment auf dem PC über Steam zu kaufen. Seit längerer in Entwicklung ist die Konsolenversion für die Xbox und PlayStation. Ich bin mir sicher, wenn New World Interactive den Sprung auf die Konsolen schafft, werden wir in Zukunft noch einiges mehr von Insurgency Sandstorm und dem nächsten Projekt von NWI zu sehen bekommen. Checkt außerdem die Insurgency-Dokus von The Escapist aus. Man kann sehr viel über die Entwicklung des Studios lernen, wo sie herkommen und wo sie in Zukunft hingehen. Sehr spannend, sehr interessant. Wenn dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber Captain Price ganz besonders. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.